Servus Menschen, ist der Rolby hier zu einem erneuten Black Ops 3 Informationsvideo. Und zwar hatten wir schon vorgestern am Abend einen Patch der Version 1.08. Hatte ich auch ein Video dazu gemacht, ist jetzt unten verlinkt oder rechts oben diese Infobox. Könnt ihr vorbeischauen, damit ihr wisst, was sich im eigentlichen Spiel getan hat, was sich verändert hat und so. Aber gestern kam auch noch dazu ein kleiner Hotfix heraus, der uns den Schwarzmarkt-Update mitgebracht hat. Und zwar haben wir ein großes Update wieder am Schwarzmarkt bekommen, wo wir neue Waffen dazu bekommen haben, neue Nahkampfwaffen, neue Gesten und neue Anzüge für die Spezialisten und auch neue Visitenkarten. Also wir haben schon eine Menge bekommen, die wir uns hier heute anschauen werden, was genau dazu gekommen ist. Aber davor muss ich sagen, ich habe leider keine Gameplays von den neuen Waffen vor allem. Finde ich selber schade, aber es gibt jetzt keine Möglichkeit mehr, im privaten Spiel irgendwie diese freizuschalten, wie wir es schon bei den vorherigen Schwarzmarkt-Updates gehabt haben. Dort konnte ich ja euch immer zeigen, wie ihr das freischalten könnt, auf einen kleinen Umweg, der jetzt nicht vom Spiel gedacht ist, aber das geht jetzt nicht. Falls ich einen neuen Weg finde, wie ihr die Waffen testen könnt, dann werde ich euch natürlich erstens Gameplay bringen und zweitens werde ich euch natürlich sagen, wie ich das gemacht habe. Aber wir kommen jetzt zu den neuen Waffen, da werde ich euch Bilder einfügen, rechts oder links, keine Ahnung wo. Auf jeden Fall kommen wir zur ersten Waffe und zwar ist das eine MP und zwar ist das die HG40. Nachfolgewaffe von der MP40 aus vorherigen CODs, wurde in den letzten Tagen auch schon viele Videos gemacht darüber. Ich weiß nicht, ob sie jetzt stark ist oder nicht. Schaut auf jeden Fall nice aus. Ich liebe solche Waffen wie die MP40 oder wie hat die in Advanced Warfare geheißen. Ich weiß es nicht, da gab es auch so eine ähnliche Waffe. Ich liebe solche Waffen, aber mit meinem Glück im Schwarzmarkt werde ich natürlich wieder null Waffen ziehen. Ich habe bis jetzt, Leute, noch gar nichts und ja, ob sich es jetzt ändern wird, ich hoffe schon, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, das kann man so sagen. Kommen wir dann zur zweiten Waffe, die dazugekommen ist. Und zwar ist das ein Snipergewehr. Und zwar ist das die RSA Interdiction. Und zwar bin ich da auch gespannt, wie diese ist. Ob sie eher Hitmarker verteilt oder ob sie One-Hits macht. Das werde ich auch erst sehen. Das Ganze ist ja noch ziemlich frisch, diese neuen Waffen. Und man weiß nicht allzu viel von den neuen Waffen. Aber es schauen auf jeden Fall nice aus. Und wir kommen zu den Nahkampfwaffen. Und zwar ist da die MVP dazugekommen. Und zwar ist das ein Baseballschläger. Auch eine coole Idee, habe ich eigentlich schon beim letzten Schwarzmarkt-Update erwähnt, dass noch sicher weitere Waffen dazukommen. Und da habe ich auch gesagt, ein Baseballschläger wäre nice. Und der ist jetzt dazugekommen. Eigentlich schon vorhersehbar gewesen. Dann kommen wir zur nächsten Nahkampfwaffe und zwar ist das so ein Schnitzmesser. Ist jetzt halt nichts Besonderes, kann man haben, muss man nicht haben. Und dann noch ein Dolch, der richtig nice ausschaut, meiner Meinung nach. Schaut richtig so mittelaltermäßig aus, kann man auf jeden Fall haben. Würde ich gerne ziehen, aber ich bevorzuge eher den Baseballschläger und die HG40. Ihr könnt ja gerne eure Lieblingswaffen hier zu diesem Schwarzmarkt-Update unten in die Kommentare schreiben, welche Waffen ihr gerne ziehen wollt. Oder wollt ihr vielleicht die neuen Gesten, die wir uns gleich besprechen werden, ziehen? Man weiß es ja nicht, was in euren Köpfen vorgeht. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Runter in die Kommentare damit. Dann kommen wir zu den Gesten. Und zwar werde ich euch jetzt nicht alle aufsagen, aber ich werde euch die interessantesten meiner Meinung nach aufsagen. Und zwar hätten wir da einmal Hotline Blink von Drake, das kennt jeder, das Lied, denke ich mal. Das ist sicher interessant zu wissen, wie das ausschaut. Ich denke mal, der tanzt dann so wie der Drake im Video. Dann gibt es dieses Lied noch, Now Watch Me Whip, Now Watch Me Nana oder so. Hey, keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall kennt das auch jeder. Eigentlich ist das so ein Insider geworden im Internet. Das gibt es auch als Geste. Wahrscheinlich auch der Tanz von diesem Video. Dann gibt es noch Herzattacke, also einen Herzinfarkt. Und das finde ich ziemlich lustig. Was heißt lustig? Ich finde halt im Spiel das Ganze lustig. In echt ist das Ganze ja nicht lustig. Aber ich finde im Spiel, wenn man dann das Ganze am Ende eines Matches einsetzt, ist es ziemlich lustig. So hatte ich das gemeint. Dann gibt es eben noch so Kleinigkeiten wie Selfie zum Beispiel. Finde ich auch ziemlich interessant. Und falls ihr irgendwelche anderen Sachen seht, da ist eine ganze Liste dazugekommen. Könnt ihr es auch unten in die Kommentare schreiben. Ich werde jetzt nicht alle behandeln hier. Dann kommen wir zu den neuen Anzügen. Und zwar, ich werde euch hier aber nicht alles aufsagen. Ich habe mir eins herausgenommen, was ich ziemlich interessant fand. Und zwar ist das für Nomad ein Kopf. Und zwar, Leute, schnallt euch an. Es ist ein Biene-Maja-Helm. Es ist einfach ein Biene-Maja-Helm. Was ich dazu denken soll, ist ziemlich lustig. Ob man dann wirklich den Ernst im Spiel empfindet, weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine lustige Sache, was sie sich alles einfallen lassen, Treyarch. Ich bin jedes Mal gespannt und ja, dazu kann man nichts sagen. Ihr könnt ja eure Meinung
dazu in die Kommentare schreiben, wird Call of Duty zum Witz oder so, könnt ihr mal. Ich sag lieber nichts dazu, jeder hat da seine eigene Meinung, aber Biedermeier finde ich schon ein bisschen übertrieben. Dann kommen wir zu den zwei Visitenkarten, die dazugekommen sind, und zwar gibt's da einmal eine Cartoon-Zombies-Visitenkarte, finde ich auch ziemlich nice, ich weiß jetzt nicht, wie die ausschaut, aber ich finde Cartoon-Sachen immer richtig schön. Und dann gibt's noch eine Black Ops 2-Visitenkarte, was ich richtig geil finde, und zwar natürlich soll es eine Visitenkarte vom Vorgänger eines CODs geben, im offiziellen COD, im aktuellen COD. Also, wir haben schon ein paar Sachen dazu bekommen, auf jeden Fall kann man sagen, war das eher ein größeres Schwarzmarkt-Update wieder. Ich habe jetzt nicht alle Anzüge für die Spezialisten aufgezählt und alle Gesten, aber natürlich alle Waffen und alle Nahkampfwaffen, und das waren auch alle Visitenkarten, habe ich euch gesagt. Ja, es ist auf jeden Fall richtig nice, dass Treyarch wieder solche Sachen rausbringt, und wie schon gesagt, eure Meinung würde mich freuen. Und wer sich dieses Video bisher reingezogen hat, der hat entweder kein Leben oder hat kein Leben. Ich werde euch auf den Laufenden halten, falls noch neue Sachen, neue interessante Sachen dazukommen. Haut rein und ciao.